Heute geht unser Ausflug nach Velbert-Langenberg in Nordrhein-Westfalen, ein Stadtbezirk von Velbert im Kreis Mettmann. Langenberg ist ein zauberhafter Ort und hat einen sehr gut erhaltenen historischen Stadtkern mit vielen Fachwerkhäusern und Schieferfassaden. Bereits 875 wurde Velbert erstmals urkundlich erwähnt. Viele kleine Gassen, liebevoll gepflegte Häuser, Restaurants und Cafés laden zum Verweilen ein. Tatsächlich ist der Ort ein unerwartetes Juwel. Bekannt ist der Ort durch die Sender, aber auch als Bücherstadt mit zahlreichen Antiquariaten. Langenberg ist bereits seit 1927 Standort der Langenberger Rundfunk- und TV-Sender. Das Bürgerhaus in Langenberg ist auch das Wahrzeichen der Stadt. Im Bürgerhaus finden verschiedene Versammlungen und Veranstaltungen statt. Langenberg ist ein zauberhaftes Ausflugsziel, umgeben von einer grünen Waldlandschaft und weitläufig ausgebauten Wanderwegen. Der Waldkletterpark ist ein Klettererlebnis in schönstem Waldambiente mit über 100 Kletterelementen. Der Sender in Langenberg ist eine Sendeanlage des Westdeutschen Rundfunks. Weit sichtbar sind die beiden rot-weißen Sendemasten. Ein erster Sender für die Mittelwelle wurde bereits im Jahr 1926 gebaut. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo oder einen Daumen da. Oder teile dieses Video mit deinen Freunden.